Hey ihr, willkommen zu einem Unboxing von Pichu Moon Art. Das kam gerade ganz frisch an, vor einer Stunde oder so. Ich habe schon ausgepackt und mal reingeschaut. Okay, der Otter kam mir irgendwie gleich entgegen. Der wollte nicht lange warten, ausgepackt zu werden. Der kam sofort entgegen. Dazu habe ich mir bestellt, fangen wir erstmal mit dem Kleinen an, diesen Eis-Squishy-Stift. Also der ist ganz weich. Der ist sehr cool. Das Einzige ist nur, irgendwie flutscht es hier raus. Wenn ich die Kappe öffnen möchte, dann geht das ganz leicht raus. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man den Stift tauschen kann oder dass das fester sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr da was wisst, wäre es interessant zu wissen, weil ansonsten würde ich mir das wahrscheinlich ein bisschen festkleben. Aber mal schauen, ob es nicht beim Painten stört, weil so finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man es dann tauschen kann. Genau, mit so einer einzelnen. Mit einer einzelnen Spitze und eben diesen Deckel. Der ist sehr schön und weich. Ich bin gespannt, wie es sich mit dem Painten lässt. Beim Otter dabei war das Tapirex. Also das hatte ich auch noch gar nicht. Habe ich auch mal geöffnet und geschnuppert. Es riecht wirklich echt gut. Schauen, kriege ich es auf? Ja. Und so sieht es aus. Na, fokussieren. Möchte nicht. Jetzt hat. Okay. Genau, das ist das das Wachs zwischen zwei Plastikfolien. Und ich rieche es jetzt schon. Also, das ist jetzt einige Zentimeter vor mir und ich rieche es direkt. Also, es ist. Der Duft ist echt schön und gut. Der Duft Sand und Meer. Ja, erinnert mich eigentlich auch an Meer. Ja. Kommen wir aber mal zu dem Unboxing vom wichtigsten Teil hier. Also das war beim Bild dabei. Das wäre der Otter. Mal schauen, sieht man ihn hier außen? Ah ja, hier sieht man ihn. Den hier habe ich mir bestellt. Der war im Angebot für 55 Euro, glaube ich. Dann holen wir ihn mal raus. So, das ist hier so zugebunden, das kannte ich auch noch gar nicht, finde ich gar nicht so schlecht. Es war noch in der Plastikfolie eingepackt, das habe ich weggenommen. Dann raschelt es auch weniger und ich habe es ja wie gesagt mal kurz angeschaut, weil es mir halt schon entgegengesprungen ist. Hier ist schon das süße Gesicht. Dann machen wir das hier mal ab, so Kreppband, ne? Oh, Vorsicht, die Folie, die möchte mit abgezogen werden. Okay, die Folie muss sich jetzt ein bisschen festhalten, aber jetzt lässt sich's problemlos lösen. Genau, das habe ich ab. Dann schauen wir es uns mal an. Ich nehme erstmal die Steine hier raus. Schauen wir uns gleich an. Ich lege die mal auf Seite, nur damit ich das besser aufrollfähig. Machen wir erstmal die Rückseite. Oh, die Leinwand, die erinnert mich wie an Karat A. Die fühlen sich genauso an. Auch so ein bisschen härter, aber auch wie so ein bisschen stoffmäßig, aber nicht hundertprozentig Stoff. So, da ist ein kleiner Knick drin, den mache ich gerade. Was sonst? Oh, das ist so schön. Das ist schöner als gedacht irgendwie. Also halt in echt wirkt es viel besser. Der ist wirklich toll. Der ganze Hintergrund, das sind AB-Steine oder wie nennen Sie sie auf die Seite? Also ich hatte die ABs noch gar nicht. Das waren solche hier, so ja, fast schon cremefarbene Jelly-AB-Steine oder so heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die sich dann anders legen lassen als normale AB-Steine, also ob da ein Unterschied vorhanden ist. Aber das ist wirklich mit 48 Farben. Leinwandgröße ist 50x50. Hier oben ist ihr Logo. Und hier, ich finde es ja auch süß, dass es mit auf der Leinwand drauf ist. So ihr Maskottchen. Und hier unten auch nochmal sehr süß. Und der Shop. Also ich bin echt schon jetzt so von der Optik sehr zufrieden. Der wird sicher gut rauskommen. Bin wirklich gespannt, wie sich das Weiß legen lässt. Ob das so ein bisschen ja, anstrengender ist wie normale AB-Steine.
oder ob sich die Jelly-Steine besser legen lassen. Da bin ich echt gespannt. Der Übergang ist auch cool. Also ich mag so ein bisschen härtere Übergänge. Das habe ich jetzt auch beim Avatar-Bild gemerkt. Dann, die Leinwand haben wir. Achso, ich kann euch noch den Druck zeigen. Schauen wir uns mal sein Gesichtchen an. Alles gut erkennbar. So, der grüne Bereich. Also da kann man echt nichts sagen vom Druck. Das ist wirklich sehr schön. Das ist richtig, das ist scharf, also gestochen scharf, das ist wirklich gut. So, schauen wir mal die Steinchen an. Die kamen in Zip-Tüten. Also das finde ich auch sehr gut. Wo geht's denn auf? Hier auf. Schauen wir uns erstmal das mit der Legende an. So. Okay, hier stehen auch die Grammzahl und wie viele man braucht, finde ich auch ganz gut. Okay, hier ist nochmal das Motiv. Sehr süßes Motiv. Freue ich mich recht sieht, aber ich würde auch direkt am liebsten anfangen wollen. Hier seht ihr die Steinnummern. Ach ja, der Hintergrund ist das mit dem Pfeilchen. Das ist die letzte Farbe hier. Ja, da braucht ihr auch am meisten. Sonst, was ist noch viel vorhanden? K. K ist das braun, so hellbraun, glaube ich. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Ja. Und die 7. Ach, das Blau. Das Blau ist viel vorhanden. K ist denn hier nochmal sogar. Oh. Hier. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich lege das mal auf Seite, dann können wir uns die Steinchen anschauen. Das ist ein riesiges Tütchen. Die sehen auch echt cool aus. Seht ihr davon? Die glitzern echt sehr schön. Ich bin wirklich so gespannt, wie das dann wird. Dann hier nochmal ein kleineres Tütchen. Die sind auch beide wirklich prall gefüllt. Ich überlege gerade, ob ich schon mal weiße AB-Steine hatte und ob die anders sind. Ich glaube, ich hole mal ein Schiffchen, dass wir mal schauen können, wie die aussehen im Schiffchen. So, ich habe hier eins. Dann fülle ich da mal ein paar ab. Wenn es aufgehen will. So. So, schauen wir mal. Ja, seht ihr es im Schiffchen? Also in echt sind die ein bisschen mehr rosa. Im Video schimmern die richtig blau. Es kann an meinem Licht hier liegen. Na, das will auch nicht fokussieren. Und in echt schimmern die ein bisschen mehr rosa. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich denke, es liegt an meinem Licht. Das ist eher so blau-grün im Video. Weil die fühlen sich wie AB-Steine eigentlich an, so. Mal noch ein bisschen näher fokussieren. Seht ihr sie noch ein bisschen besser? Sehr schön. Bin gespannt, wie die sich legen lassen. Da unten seht ihr es ein bisschen mehr rosa. Rechts unten die auch so ein bisschen außerhalb sind. Und das sehe ich größtenteils. Gut, dann packen wir die mal weg. Und dann schauen wir uns gleich mal die anderen Farben an. Dann mache ich mal kurz einen Zeitraffer rein, indem ich die ganzen Farben aufliste, also so aufzeige. Thank you.
So, das sind die Farben. Also, die sind wirklich sehr schön. So pastellig erinnern die mich. Und die feinen Abstufungen von diesen Türkis-Grüntönen finde ich echt schön. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann als Anwendung findet. Das ist ja wahrscheinlich ein größtenteils der Hintergrund dieser zarten Farben auch. Und ja, die Algen hier. Und hier unten. Genau, die zwei werden wahrscheinlich so ein bisschen Haupthintergrundfarben sein. Bin ich echt gespannt. Dann haben wir hier vielleicht diese Korallen. Die rosa Töne auch in den Korallen. Hier nochmal ein bisschen von dem Gelben. Und der Otter mit den roten Bäckchen. Das ist so niedlich. Es ist so süß. Bin ich gespannt, wie das rauskommt. Also ich finde die Farben echt toll. Das hier ist auch so eine feine Abstufung. Sieht man es gut? Ja. Also so eine feine Nuance. Auch mit den anderen. Das ist echt. Auch das sind auch zwei verschiedene Farben. Ist auch ganz fein. Wirklich schön. Hier haben wir auch ein bisschen mehr. Wird auch so ein bisschen hier unten vielleicht auch das hier sein. Ich würde sagen, dann beenden wir das Unboxing. Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Qualität und den Zipbeutelchen, wie sich die Leinwand anfühlt. Moment, die Klebefläche können wir noch ein bisschen probieren. Ja, also sehr gut. Sehr, wie sagt man dann, fest? Klebrig einfach. Nee, ich weiß nicht. Aber man hört es, glaube ich, auch. Also, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und ich freue mich darauf, den anzufangen und vor allem diese Steinchen zu legen. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann am Ende rauskommt. Ob er dann auch ein bisschen mehr so rauspoppt, weil der Hintergrund anders glitzert als er selber. Also ich bin gespannt, ich freue mich. Und Moment, das Tabby-Wax, das war ja auch noch dabei. So, das hier war noch dabei. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.